Mauro Jörg, es war die erste Woche jetzt mit Fribourg-Gotteron und dann gerade die Rückkehr nach Lausanne. Mit was für Gefühlen sind ihr da zurückgekommen? Speziell gewesen. Ich habe das ganze Sommertraining hier absolviert. Und, darum sicher heute ein spezieller Match für mich, da ich noch viel mit vielen Sommertraining gemacht habe. Und sicher anders vorgestellt heute. Anders vorgestellt sich auch der Ausgang von dem Spiel. Was hat heute nicht so geklappt? Hat man das Spiel von gestern eben doch auch irgendwann in den Beinen gespürt? Schwierig zu sagen. Wir haben okay gestartet. Wir haben ihnen sehr, sehr viel zulassen. Und ich glaube, wenn man einer Mannschaft wie ihnen so viel Platz und Raum lässt, dann nützen sie das. Das haben sie gemacht. Und schlussendlich sehr hoch, sehr bitter, wenn wir so verlieren. Aber wir haben, wie gesagt, zu viel zulassen, zu viel Schüsse zulassen. Und sie haben das auch gut ausgenutzt. Das Positive diese Woche sicher, zum Beispiel gestern, gerade zwei Assists. Da haben sie nicht viele Anlaufschwierigkeiten gebraucht, um euch mit den Linienpartnern auch zu verständigen. Ja, es ist gut gegangen. Das zweite Spiel war sicher besser als im ersten. Ich glaube, von der ganzen Mannschaft der Rhythmus hat wieder gestimmt. Jedoch heute war wieder sicher ein Rückschritt und da müssen wir daran arbeiten. Was zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, wenig Überzahlzeit an diesem Wochenende. Ist das vielleicht auch ein Indiz von so Geisterspielen, wo eben die Leute keinen Einfluss nehmen können? Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? So? Ja, ist gut möglich. Ich glaube, die Emotionen sind wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Die Spieler haben sich besser im Griff. Könnte sicher zusammenhängen. Das ist so mit weniger Überzahlsituation.